Wir sind hier an der Erms, kurz vor der Mündung in den Neckar. Hier war früher mal eine Mühle und die ist auch durch eine Wasserkraftanlage betrieben worden. Es gab hier ja in Neckartenzlingen immer schon Mühlen und die Neckartenzlinger sind sehr eng auch mit diesen Mühlen verbunden und haben eine sehr enge Beziehung. Es sind ja zwei Anlagen, die zusammengehören. Zusammen erzeugen die Strom für ca. 250 Haushalte. Und diese 250 Haushalte würde in Neckartenzlingen 10% der Haushalte entsprechen. Das muss man einfach mal sehen, was das bedeutet. So ein kleiner Fluss bringt so viel Energieersparnis. Der Winfried hat von Anfang an gesagt, Naturschutz ist Klimaschutz, weil es eben hier eine Ersparnis gibt, sowohl was CO2 anbelangt, wie dass es vor Ort erzeugt werden kann und von daher natürlich auch der Stromsee ganz anders gefüllt wird, nämlich regional. Wir haben hier als zusätzlichen Nutzen von dem Kraftwerk haben wir jetzt eine tolle Fischtreppe. Das ist dieses Bauwerk, das ja vielleicht gar nicht so einladend aussieht. Aber wie das gebaut ist, lockt das die Fische an und es ermöglicht ihnen, diese Steigung zu überwinden. Was mir an der ganzen Sache sehr gut gefallen hat und wo ich auch sehr dankbar bin dem Winfried, dass er von Anfang an, wenn es hier Schwierigkeiten gab, dass er da war, dass er kam, dass er sich Zeit genommen hat, dass er zugehört hat und dass er immer Lösungen angeboten hat, die nachher Lösungen eigentlich von anderen waren.